Begging, begging you. Heute machen wir 10 Spieler, haben eigentlich nur Zeit, um irgendwas zu bauen. War das krass, Digga? Ich würde schon sagen, war heftig, Freunde. Wenn ihr einen Plattenvertrag habt, dann schreibt mir jetzt gerne eine E-Mail an haltdeinschnauzen@ismiregal.com. Und vielleicht kennen es die OGs von euch sogar noch, aber das ist halt wirklich ein extrem altes Format. Und bin auch ein bisschen gespannt, wie es bei euch ankommen könnte. Deswegen, Freunde, wenn ihr mehr davon sehen wollt, droppt jetzt einfach gerne einen Daumen nach oben. Und wir starten rein. Ihr seht nämlich schon, das Bauteam ist hier komplett ready. Die fahren alle im Kreis mit ihren kleinen Minecarts. Ich wollte nicht. Und der eine da vorne hat so einen Zug. Ach, das ist ein Emote oder was? Kann ich mitmachen? Wie mache ich mit? Muss ich zum ersten gehen? Ich will mitmachen. Ja, Digga, ich mach mit, Alter. Let's go, Junge. Ey, wie geil ist das? Und Freunde, heute geht es um was ganz Geiles, denn die Leute haben heute Zeit, einen Süßigkeitenladen zu bauen. Also, Donutladen, Kiosk irgendwie mit tausenden Candy-Sachen oder sowas. Irgendwas mit viel Süßigkeiten. Von daher würde ich sagen, let's go, wir fangen an. Mal gucken, wie geil das wird. Okay, Freunde, ihr wisst, was das heißt. Alle rennen schon los in die Boxen und so weiter auf ihre Map. Vor allem Boxen, als wäre das ein Mörder. Hey Siri, Timer auf eine Stunde. Okay, der Timer wurde auf eine Stunde gestellt. Freunde, ich würde sagen, wir fangen jetzt somit an und let's go. Der Timer ist auf eine Stunde. Und ich chill mich jetzt einfach kurz ein bisschen hin und warte, bis die fertig sind. Ach ja, ihr könnt auch gerne übrigens immer neue Themen in die Kommentare schreiben, Freunde. Das ist sehr wichtig. Ich werde euren Kommentar dann einblenden, wenn ich euer Thema wählen sollte. Aber versucht kreativ zu sein, ne? Weil letztes Mal hatten wir McDonald's. Das war auch eine Idee von euch und die war richtig geil, Digga. Danke dafür. Oh, mir fällt doch gerade ein, wir haben nur 8 Leute statt 10. Egal. Das ist trotzdem 10. Irgendwann später. Oh, Freunde. Und wir sehen schon, die eine Stunde ist abgelaufen. Heißt, genau jetzt müssen alle aufhören zu bauen. Und wer noch einen einzigen Block setzt, der kriegt von mir einen Channel bis nach Usbekistan. Wir haben es letzten Mal ja auch so gehabt, dass ich zwischendurch immer wieder reingegangen bin und so weiter. Haben wir jetzt gar nicht gemacht, Freunde. Wenn ihr wissen wollt, was wir in der Zeit gemacht haben, dann schaut auf Odemons Kanal vorbei, denn da kommt ein geiles Video online. Wir sind wieder back am Start nach einer Stunde warten, Freunde. Ich hoffe, alles sind jetzt fertig. Ja, und ihr seht schon, Heidenburden, Odemon ist mit am Start. Ey, Shisha Rob, Digga, komm mal. Heidenburden! Ich hoffe, alle haben was Geiles gebaut. Wir sehen auch schon, hier hinten sind 3 Leute drin, weshalb auch immer. Kann ja vielleicht was bedeuten. Wir fangen einfach mal hier rechts an. Wobei, komm, wir gehen hinten hin, Digga. Wir gehen hier hinten hin. Thema war ein Süßigkeiten Store, Freunde. Und ich bin mal gespannt, was sie daraus gemacht haben. Wir schauen uns dieses Mal in der Mitte gar nichts an, sondern das müsste jetzt das komplett fertige Produkt sein. Hier ist aber keiner drin, Bruder. Ja, aber die Map sollte fertig sein. Da steht Props-Galerie. Egal, wir gucken. Rein da! Ja, wir müssen raus. Wir müssen raus. Dann starten wir jetzt mit JJ. Nummer 1 ist JJ's Candy Store. Und ich muss sagen, Bruder, das Logo oben ist wild. Ist sehr wild gemacht. Das ist schon geil, Digga. Das Haus ist komplett selbst gebaut. Deswegen ist es, glaube ich, noch nicht fertig. Ja, also das Haus, wir sehen es schon. Also es geht ja nur um die Vorderfront. Ne, scheiß mal auf alles, was von hinten ist, Bruder, weil das ist ein bisschen lame. Aber ist ein kleiner Eckstore, Digga. Und sieht bis jetzt ganz geil aus. Was haben die denn für Süßigkeiten? Lass mal reingehen. Lass mal reingehen, ey. Oh, oh, oh. Ich bin Diabetes. Okay. Bis jetzt auch, wir haben in die Donuts reingelegt und so. Ja. Aber ansonsten ist hier nicht so viel drin, ne? Hier noch ein paar Cornflakes, Bruder. So geil aufgereiht. Das feiere ich, das ist geil. Das sieht sehr nice aus. Aber so besonders sieht der Shop nicht aus, bin ich ehrlich. Ich sag dir ehrlich, ein Candyladen. Und es sieht aus wie so ein Designerhaus. Ja, es ist wirklich ein bisschen zu grau und so, Freunde. Süßigkeitenläden und so, die müssen knallbunt sein und von Farben und so sprießen und so. Safe. Mal gucken, ob es jemand anderes vielleicht hingekriegt hat. Wir geben dem auf jeden Fall eine Bewertung von 6. Ich wollte gerade auch genau 6 sagen, Bruder. 6. Ja, weil das, wir wollten passend auch mal. Willst du auch mal mit mir 6? Bruder, das ist ein. Stop! Next! Machen wir weiter mit Bolo07 XYZ. So, und okay. Eigentlich haben die zusammengebaut? Ja, anscheinend. Ich weiß es nicht. Okay, dann haben wir hier den Candy Shop, Freunde. Und ich muss sagen, der sieht vom Außenbereich und so schon geiler aus. Krank, also safe. Und du siehst auch direkt ins Schaufenster. Ja, so ein riesiges Schaufenster, also ist richtig nice, Digga. Und hier hinten haben wir so, keine Ahnung, ein bisschen Deko draußen stehen. Schön Blumenfarben und so. Candy Shop als Schild oben drauf, Digga. Okay, dann gehen wir mal rein. Boah, guck mal. Lolli. Das sieht krass aus, Digga. Diese Gläser hier. Bom-Bom. Red nicht über Rechtschreibung, Autobahn. Halt's Maul. Alter, okay, der ist am schlimmsten, der Junge. Ich hab Krankheit. Ja, er auch vielleicht. Aber ich finde das mit diesen Behältern am geilsten, bin ich ehrlich. Safe. Aber das hier vorne auch ein übel nice. Aber warum ist hier Tabasco, Bruder? Ey, Bruder, ja, keine Ahnung. Warum ist es mit den Paprikas und so? Okay, also sehr stark. Sehr stark. Den finde ich auch heftig. Hätte vielleicht ein bisschen bunter sein können sogar noch. Aber es ist schon krass. Ja, aber ich finde so mit den Lichtern und so und überall ist schon bunt eigentlich. Und vielleicht kein Kuchen einfach auf Boden, sondern hier auf Tisch.
stellen. Das wäre, glaube ich, besser gewesen. Hätte ich auch gesagt, einfach, der ist auf Boden, der Kuchen, Digga. So, und so sieht schon mal tausendmal geiler aus. Safe. Muss sagen, Freunde, den Shop feiere ich. Der kriegt von mir dicke 7,5 Punkte. Ich würde schon sagen 9. Echt? Also der ist schon krass. 9, würde ich sagen. Der ist schon krass eigentlich, aber ich weiß nicht, was noch kommen könnte. Okay, wir gehen im 8. 8 Punkte von mir safe. Weiter zum nächsten. Machen wir dann weiter mit Mellow Smartify und hier sind 3 Leute drinne. Warum sind hier 3 Leute? Dodo, Julian und Smartify. Ach, die haben alle zusammengebaut? Okay. Eigentlich habe ich gesagt, jeder muss alleine bauen, Digga, aber dann baut halt alle einfach zusammen. Okay, aber juckt einfach gar nicht. Also ich sag mal, Ersteindruck. Ersteindruck ist schon heavy, der Digga. Der Bonbon ist krank. Oh, ich sehe den erst jetzt, den da oben. Der Bonbon ist crazy. Oh, der ist ja echt wild, aber die haben halt zu dritt gebaut, Digga. Guck dir mal auch mal die Umgebung an, die Häuser, die am Rand stehen. What the fuck? Okay. Das haben die in einer Stunde gemacht, diese ganze Umgebung hier. Krank. Okay, wir gehen mal rein. Talk to Harold. Only one person. Okay, ich mache. Need your help. Harold. Hä? Ich bin im Laden drin und die guck mal, hallo, hier. Guck. Hallo, ich kann nicht rein. Digga, current order. Ich muss Getränk geben, Keks, Donut und Bonbon. Mein Gott. Was? Woher kriege ich die? Ich hab Hunger. Hier, ein Cookie, dann noch ein Donut willst du haben? Ja, und ein Getränk. Ein Getränk, wo haben wir Getränke? Und ein Bonbon. You're holding something, wo muss ich die hinstellen? Bruder, was haben die hier gemacht, Digga? Komm mal her. Gib mir bitte. Wie gebe ich dir das? Weiß ich nicht. Du musst hier reden. Ah, hier auf Ding ist Zell. Oh mein Gott, Digga, was? Oh mein Gott. Du hast ein Getränk? Kleine. Wasser draufstellen, geh mal weg, oder was? Ja, Junge. So, zack, dein Wasser noch, Bruder. Ich will noch einen Donut hier. Guck mal, das ist hier so voll abgehakt. Ein Donut? Digga, du hast noch eine Minute Zeit. Okay. Hier, zack, da hast du deinen Donut. Und ein Bonbon. Und ein Bonbon. Bruder, das ist krank, Alter. Dann hier noch das Bonbon drauf. Und hier hast du deinen Teller. What the fuck? What, Digga? Submit Order. So, Order-Dingens, Bestellung abgeben. Schmeckt? What the fuck? Schmeckt, oder was? Hat leckere Schmack. Ja, danke. Ich hab den Diabetes wegen dem Arschloch. Digga, hä? Die machen einfach ein Minigame daraus. Wie krass ist das bitte? Unnormal stark, Digga. Digga, also das ist richtig, richtig heftig gemacht. Feier ich übel, Digga. Ich sag's mal so, wenn du es rein optisch siehst, finde ich das zweite war am besten. Finde ich eigentlich auch, wenn das dieser Bonbon nicht da wäre, Digga, und diese Gebäude außenrum. Also vom Außen der Teil richtig geil und vom Prinzip eigentlich auch, es kriegt von mir eine fette 9. Nicht ehrlich. Findest du besser als das zweite? Oder allein vom Minigame her, Digga. Also vom Optischen finde ich auf jeden Fall das zweite viel geiler, Digga. Echt? Ja, safe. Guck also vom Optischen her vielleicht auch schon, Digga. Wobei, die haben hier auch so Arcade-Maschinen da drin und so, Digga. Also vom Optischen, also ich gebe dem eine 7. Aber fürs Minigame würde ich halt auch schon sagen, Digga, das Minigame ist halt eine 10, Digga. Oder, Digga, also Minigame war für mich eine 10. Aussehen würde ich dem vielleicht, 7,5 geben, bin ich ehrlich. Also vom Aussehen her ist das andere tatsächlich besser. Aber Gesamtwertung zählt, Freunde, auch wenn die zu dritt gebaut haben, finde ich. Sind die gerade am krassesten? Ihr könnt aber gerne reinschreiben, wen ihr am heftigsten findet in den Kommentaren und ihr entscheidet den Gewinner damit. Beachtet aber auch, dass die halt eben zu dritt waren. Bruder? Ja? What the hell ist denn bitte das, Digga? Okay, ich habe jetzt ein bisschen gebraucht, um das zu verstehen, Freunde. Aber wenn wir uns so hinstellen, dass wir nur... Wenn wir uns hier reinstellen, dann sehen wir, dass es anscheinend ein Weltall-Ding sein soll, Bruder. Was? Ein Weltall-Donut-Shop mit so Satelliten drauf und so, Digga. Okay, und dann in der Form von einem Donut. Lol, komm mal hier rein. Ich komm mal rein. Ja. Du musst so an Wand essen, Digga. Hä? Kreativ, Digga. Dann gehen wir weiter, dann haben wir dasselbe nochmal mit den Dingern. Okay. Und das ist alles leer. Ja, also ich muss sagen, Digga, die Idee ist sehr, sehr geil, Digga, dass man einen Donut hat und so. Auch, dass der rund ist und auch, dass die Sachen an den Wänden sind, ist sehr geil. Was mich aber jetzt stört, sind ganz bestimmte Dinge. Erstens, das Design sieht alles gleich aus. Das ist alles einfach nur dieselben Stühle und so, dass es nicht schlimm ist. Aber einfach so alles weiß und gar keine Deko, gar keine Säulen, gar nicht. Hier einfach diese Teile schweben einfach so in der Luft. Schweben einfach so in der Luft, vor allem falsch rum, weißt du? Ja, Digga, so, hä? Wer will dich bedienen, Digga? Wer will dich bedienen? Da kannst du nicht hin. Ich stehe hier hinten, Bruder. Ein Eis, bitte gib mir einen Schoko und ein Ding. Ich geb dir eine Kuchen. Kommst du dran? Nein, Bruder, nein. Und hier hinten einfach alles leer. Also in eine Richtung hätte man ein bisschen mehr Mühe sich geben können, Digga. Ich glaube, die haben halt die meiste Zeit einfach dafür gebraucht, damit das so rund wird. Diesen Kreis zu machen. Von daher, also eigentlich, wir haben 4 Maps gehabt, Freunde, bei 8 Spielern. Eigentlich sollten wir 8 haben. Keine Ahnung, was bei den anderen 4 passiert ist. Verstehe ich auch nicht, Digga. Grüße gehen raus am Bauteam, Digga. Schreibt gerne in die Kommentare, was euer Favorite ist. Ich glaube, bei uns ist das eigentlich schon klar. Ja. Die Lösung gibt's morgen um 16 Uhr beim nächsten Video. Haut da rein, man sieht sich. Ciao!